Hallo und herzlich willkommen zurück zu SnowRunner mit dem Thorsten. Hallo Thorsten. Hallo Max. So, ich hab's noch gepackt in der letzten Folge, den Turm aufzudecken. Jetzt sehen wir ein bisschen mehr wieder. Und jetzt gehe ich uns einen Ölanhänger holen, wo ich dran bin. Ich frage mich, wie man so einen großen Anhänger übersehen kann. Hast du eine Ahnung zufällig, wo ich Dings aufladen kann? Verbrauchsgüter? Ja, kriegst du angezeigt. Ich glaube in der Farm. Wenn du auf Karte gehst und den Auftrag ausgewählt hast, siehst du den Pfeil nach oben Farm. Okay. Dann mal gucken, ob ich bis dorthin überhaupt noch komme. Wenn nicht, hol einen Wrangler und einen Tankanhänger. Das hätte ich jetzt gemacht. Ich hätte jetzt Motor abstellen, Handbremse anziehen. Oder hol dann den einen Truck mit dem Servicehänger, der sich ab und zu noch geschickt hat. Ja, du kannst für den Wrangler auch einen großen auswählen. Okay. Also relativ groß halt. Anhänger auswählen. Geländegängiger Scout-Anhänger, kleiner Bridge, kleiner Tanker, Scout-Tanker auf Flieger. Ja. 900 Liter. Okay, das reicht. Ich frage mich, wo ich jetzt gerade wieder rumfahre. Ach man, ich fahre irgendwo rum. Am ADW? Am ADW. Das ist die Holzstation. Shit, wo war denn der Hänger? Da hinten ist ein Auto. Wo ist denn der Hänger? Ich bin wirklich am ADW, Mann. Also der Scout-Anhänger ist zum Glück voll. Ich habe jetzt mal den Wrangler einfach Standardklasse. Mal gucken, ob man da noch was irgendwann noch konfigurieren kann. Also ich habe immer noch über die Hälfte vom Sprit drin. Aber ein schöner Sound hat er. Wer der Wrangler? Ja. Ah, natürlich. Shit. Schlammgrube. Ja, kenne ich. Also nicht Schlangengrube, sondern Schlammgrube. Die direkt an der Werkstatt? Nee. So ungefähr. Aber noch schlimmer. So, jetzt. Ja, aber die mit dem Wrangler ist auch cool. Und zudem mein Controller, mein ganz kleiner goldiger Controller. Ist schnell mal ein Jahr alt gewesen. Ich habe ihn beerdigt. Oh. Und ich spiele damit keine Action-Spiele. Nur Farming Simulator, Lumping Jack, das hier. Und trotzdem sind die Knüppel abgerissen. Scheiße, jetzt bin ich in der Holzstation, da wollte ich doch gar nicht hin. Also ganz ehrlich, es gibt zwei, drei amerikanische LKWs, die gefallen mir am besten, muss ich echt sagen. Ja, ich finde allgemein die LKWs, die sie hier drin als Auswahl haben, relativ schön. Der einzige, der nervig ist, ist der Vierfachaufleger, aber den brauchst du halt auch. Welchen Vierfachauflieger? Vier Kiste auf einmal oder fünf sogar aufladen kannst. Der lange. Da gibt es auch einen langen LKW, einen ultra lange, wo die Ladefläche an der Kabine befestigt ist. Offroad ist da, glaube ich, drin. Kann sein. Der Ami, der ist echt pervers. Der ist wirklich in manche Sache ungelenkig. Das passt ja zu uns. Der passt sich nur den Spielern an. Ja. Wobei ich fahre echt lieber ein Sattelauflieger, muss ich echt sagen. Nein. Die anderen sind zwar wendiger, aber im Sattelauflieger. Ich fahre den Sattel sowas von ungern aus einem Grund, weil er mir einfach
viel zu lang ist für manche Sachen. Ja, ich sag doch, er ist lang und er ist ja sperrig. Aber es geht. Hauptsächlich, wenn du dann noch in Anführungszeichen den Nova Liner oder diesen, der wo in der Werkstatt steht, da einer. Vorne dran hast du den Vierachser. Ja, das ist halt, das ist übertrieben. Aber den brauchst du ab und zu, wenn du Sattelauflieger fährst. Ich weiß. So. Aber weißt du, was ich auch gern fahre hier drin, ist Dings. Zwar wäre es mich jetzt manche Leute für verrückt erklären, Aber. ist jetzt zum Beispiel auf diesen schlammigen Strecken Kit. Ja, was fährst du? Kettereife. Ja. Also die normale Offroad-Bereifung mit Schneekette. Die habe ich mir schon ein paar Mal in Alaskas Leben Ja. gerettet, glaube ich. Nee, nicht in Alaska, hier auf der Michigan. Ja, die sind ja auch Schlamm ziemlich gut. Ist auch in Real Life so. Wenn du wirklich nicht weiterkommst, zieh Ketten auf. Im Winter oder im Schlamm. Ich weiß. Oder da ist ein Recovery Board dabei. Ja, da ist der zweite Wachturm, sehr schön. Ja, der hat jetzt ziemlich viel aufgedeckt. Jetzt fehlt noch ein Turm, wenn ich es richtig sehe. So, jetzt muss ich mir aber angucken, wie das funktioniert. Ja, aber ich bin schon relativ weit mit dem Wrangler gekommen. Und der verbrauchte fast gar keinen Sprit. Ja, aber das musst du schon gucken, dass du dann. Warte, ich komme jetzt wieder zu dir, ich fahre jetzt weiter gleich. Ja, ich gucke jetzt, dass ich erstmal zum Lagerhaus komme und meinen LKW tanken kann. Aber ja, ich weiß, dass ich mich beeile sollte, weil du viel schneller bist. Wieso Entschuldigung, bitte? dass ich die Scheißstrecke durch der Tiefstum rasch mit zwei Anhänger hatte. Ja, aber ich muss jetzt erst einmal zu dem komischen Anhänger kommen. Ich weiß, Mann. Wo ist der Anhänger? Da, wo du Ah. vorhin vorbei bist. Ja, aber ich habe mich doch wie immer Ja. verfahren. Hast du da Ron gemacht? Ich spiel öfters mal Ron. Nee, nee, nee. Und hört. Das glaubst du auch nur du. Ja, glaube ich auch nur. Glaube auch nicht. Ich glaube, der hat viel Zeit, sich unsere Folgen anzugucken. Ja, nicht? Ah, okay. Ich habe schon manche coole, manche Nachricht morgens bekommen. Wow. Wohin? 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 Was für eine lustige Folge das doch war. Ja, wichtig ist nur eins, dass es Spaß macht. Ja. Aber wie gesagt, wir müssen für die nächste Session Gucken, dass wir das Multi-Dings hinkriegen. erstens das und zweitens Ron. Weil ich habe jetzt wirklich schöne Bilder, muss ich echt sagen. Ich mache auch jetzt immer wieder schöne Bilder zwischendrin mal. Kann man da eigentlich die komplette Anzeige ausschalten bei dem? Ja, kannst du. Okay. Das hatte ich ja das letzte Mal. War eins Halde, eins gedrückt Halde, glaube ich. Nicht wirklich. Ich muss aber jetzt meine. Weil wenn du dann losfährst, hat er mir gesagt, da ist das kurzzeitig angezeigt worden und dann war es weg. Okay, ja. Aber ich brauche immer einen Anhänger, gell? Jetzt scheint es. Ich merke auch sofort, wenn ich Kommunikationsprobleme im Internet habe, wird auf einmal das Bild komplett schwummrig. Okay. Also es hat was mit dem Serververbindung zu tun, trotz dass ich bloß 25 oder 30 MS habe.
Ja, dann liegt es aber vielleicht eher an den Servern, die halt verfügbar sind. Mach Weil. mal, also bei mir ist ist Gleichzeichen, kann ich immer. Beziehungsweise Umschalte hat Umschalte 1 gedrückt, halt original. Lautsteuerung. Jetzt gucken wir jetzt mal, oh, Steuerung, hast du gesagt. Ja. Ja, ob ich jetzt 2 Minuten vor dir oder nach dir da bin, ist egal. So, jetzt Genau, ich muss ja Steuerung. eh noch zur Fahrten. Hat. Jetzt. So, Das jetzt. Problem ist halt, jetzt sehe ich meinen Sprit nicht mehr. Ja, das kannst du dann aber mit einer anderen Taste wieder deaktivieren. Da steht 2 Zeile unten drunter. In der Steuerungserklärung. Ich habe nur die Taste nicht gefunden gehabt, deswegen habe ich es mir auf ist gleich gelegt. Ich habe es jetzt mit Hat gemacht und nicht mit. Ah, okay. Ich habe es im über 1 damals gemacht gehabt, aus Versehen. Wie heißt die Funktion? Hat. Ah, das ist scharfe S, mein Gutstein. Ah, okay. Ich hab's auf ist gleich geklebt. Weil da ist eh nichts drauf bei mir. Beziehungsweise kein Hotkey von OBS oder so, so von den 100 Millionen, die ich da brauche. Weil ja Stream Deck noch nicht alle Configs als Hotkey hinterlegt hat für sich. Ah, okay. So, jetzt schmeiße ich gleich den LKW um, wenn ich nicht aufpasse. Warum machst du das sowas? Der Part so schmal ist und du kommst du fast in 45 Grad Kipplage. Ja, da musst du dich ganz einfach mit der Winde oben befestigen. Schon erledigt. Nee, nee, nee. Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt. Nicht nur einmal. Sondern zweimal. Ah, doch so viel. Ist da Upgrade? Kann sein. Ist da der Upgrade? Ich weiß es nicht. Nein, da ist kein Upgrade. Das Upgrade ist da oben. Ist bloß ein versunkenes Auto. Na, okay. Meistens ist bei den versunkenen Autos ja Upgrade dabei. Ja, da ist auch eins. Aber noch mal so 50 Meter weiter im Schlamm. Und ich meine nicht Schlamm, so bisschen Dreck. Nee, Schlamm mal Schlamm. Ich kenne die Strecke. Weißt, deshalb kenne ich auch nicht alle Funktionen zum Beispiel, weil ich wirklich, ich nehme die Standardeinstellung als Ja. Singleplayer und es muss funktionieren. Also die Standard, ich habe an der Einstellung hier in SnowRunner nichts verändert, außer die eine Taste. Nicht Weil nur ich es halt nicht SnowRunner. wusste. Nicht nur SnowRunner. Ich brauche das einfach nicht im Normalfall. Weil für mich ist das, wie gesagt, Spieleffekt, Spaß haben und alles ist gut. Ich habe den ganzen Tag mit genug so dumme Dinger zu tun, wo eingestellt werden müssen und gemacht werden müssen. Ja. Ich will heim, will Spiele ab und zu. Was ich aber bei mancher Sache relativ geil finde, ist, wenn es hart ausblendet. Ja, ich spiele zum Beispiel Landwirtschaftssimulator ohne hat. Da spiele ich zwar mit hart, aber eher aus dem Grund, weil ich halt viele CP-Sachen laufe. Das kann ich alles ohne hat spielen. Nee, ich habe ja Dings, ich habe eine Modification, die dir anzeigt, welche CP-Kurs, welche CP-Fahrer gerade blockiert sind. Okay. Gibt's auf Mutter. Da. Wie heißt das?
Easy Inspector, glaube ich, kann dann noch schicken. Nee, kenne ich, brauche ich nicht. So, und wir müssen uns leider wieder verabschieden. Ja, leider. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Dann produzieren wir euch noch mehr solche chaotische Serien. Ich wünsche was. Max. Auf Wiedersehen. Und tschüss.